Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Star Wars Knights of the Old Republic. Ich habe mich gerade wieder hier durchgeklickt durch die ganzen Dialoge. Ich hoffe, ich habe ungefähr genau das so nachbesprochen, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe. So, meine Taktik jetzt, Jorak-Ulen zu besiegen, ist erstmal mich ein paar Mal hochheilen. Best mit einem Lebenserhaltungskit, muss man eigentlich sagen. Ne, mit meinem normalen Heilen wird es, glaube ich, besser gehen. Ich mache erstmal die Machtrüstung an. Ihr seht schon, ich habe hier so ein paar Boosts. Zum einen habe ich das Duellierschild schon aktiviert und eine Kampfstimulanz mir eingeworfen, bevor der Kampf überhaupt losging, bevor wir den Typen überhaupt getroffen haben. Mache ich erstmal meine Machtrüstung an und dann heile ich mich erstmal hoch. So. Heilen, heilen, heilen. Nochmal. So, das sollte jetzt erstmal reichen. Jetzt können wir ihn schon mal angreifen. Und versuchen ihn zu lähmen. Oh ja, perfekt. Solbar, hast du Bock? So. Eine gute Taktik. Er war doch kein wahrer Sith. Ich lebe noch. Du hast mich gerettet. Du hättest auch einfach die Fragen beantworten und mich sterben lassen können. Wie gesagt, eine gute Taktik ist alles. Niemand verdient es, so zu sterben. Niemand. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich war noch nie. Ich meine, so habe ich das noch nie gesehen. Das gibt mir zu denken. Ich wäre jetzt tot, wenn du kein. Wenn du ein echter Sith wärst. Aber das bist du nicht, oder? Keine Angst. Ich verrate dich nicht. Das könnte die Gelegenheit sein, euch zu ändern, Mikkel. Du meinst die helle Seite? Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Kann man die Seiten wechseln? Ich meine, ich habe viele Leute verletzt. Die helle Seite ist nichts für mich. Genau wie die Sith. Vielleicht sollte ich einfach gehen. Vielen Dank und viel Glück. Wir konnten Mikkel immerhin konvertieren, so in gewisser Weise. So, was hatte der Gute denn dabei? Der gute Arsch. Alte Sith-Tafel. Möchte ich mir natürlich gerne anschauen. So. Wir haben aber das Richtige getan. Wir haben das Richtige getan. Alte Sith-Tafel. Diese dicke Steintafel ist mit den Runen einer unbekannten Sprache beschrieben. Die Tafel fühlt sich ungewöhnlich, außergewöhnlich kalt an und hat eine düstere Aura. Entschuldigung. Die Schriftzeichen am Rand der Tafel sind deutlich jünger. Offensichtlich wollte jemand die Runen entziffern. Na, wahrscheinlich der gute Kerl hier, ne? Wollen wir mal das Grab mal plündern? Kannst du das vielleicht normal öffnen, Salba? Dankeschön. Tulakhorts Maske. Wollen wir uns doch mal anschauen. Nur für die dunkle Seite wahrscheinlich, genau. Okay. Diese antike Maske, geschwärzt von der Zeit, leuchtet unheimlich und scheint unangenehm eng zu sein. Ja, dann ist hier ja nichts für uns. Wir haben ja quasi den guten Seitenbonus mit dem Reif von Sarrisch. Jetzt öffnen wir nochmal die Tür hier. Wen haben wir denn dahinter? Eine Tonurne. Ich wollte erst Tonurne sagen. Die gute Tonurne. Die Tonhure. So. Noch eine Tonhure. Oh, schöne Kristalle hier. Schick, schick. Très chic, très chic. Ist eigentlich komisch, dass ich mich an das hier nicht erinnert habe. Es wundert mich doch dezent. Noch eine Tonhure mit einem Kristall, den wir noch nicht hatten vorher. Den können wir vielleicht mal ausnutzen. So. Ich würde sagen, wir gehen dann nochmal den anderen Weg lang. Und heilen uns einmal hoch. Na, zweimal. So, sind wir wieder voll. Perfektologie. So, müssen wir nur noch den anderen Weg gehen. Wir haben ja eigentlich das Grab schon geplündert, aber trotzdem. Aber dennoch ein Shyrek. Ach so, ein Viech. Ja, das ist ja easy going. Easy going, würde ich sagen. Wenn ihr euch vielleicht fragt, warum ich nicht mehr den starken Angriff nutze, der ist mir einfach zu treffunsicher. Also der trifft mir einfach zu selten. Ja, Step by Step einfach hier durch. Die mit dem S sind stärker. Die Shyrax. Ne, die Alpha sind natürlich stärker. Guck mal, wie die überhaupt keinen Schaden machen. Das ist echt schlimm. Das ist schön, das ist super, aber
So, erstmal wieder entfernen, wenn es geht. Fähigkeitsniedrig, du hast doch irgendwie 11 Punkte da drin, ganz ehrlich. So, eine Leiche von einem Sith-Soldat. Okay, schön viel Geld wieder. Und sonst nichts? Keine Tonhure oder so? Hm. That's sad. So sad it is. Isn't it sad? I don't know. Wollen wir noch einmal rausgehen. Und nur noch das Grab von Adjunta Paul steht, ja, zur Debatte. Dann sprechen wir einmal kurz zwischen. Und gehen weiter. Das ist doch geil. So ist das fein. So. Dann hätten wir auch hier alles, bis auf eben das letzte Grabmal, hätten wir dann alles entdeckt. Ich überlege gerade, was wir noch alles für die Sith, also um unser Prestige zu steigern, was wir noch alles tun können. Wer ist denn das? Galon Lore? Hallo? Who are you? Oh, seid mir gegrüßt. Ihr seid neu in der Akademie, oder? Wir haben uns auf jeden Fall noch nie getroffen. Ja, wer bist du denn? Galon Lore zu euren Diensten. Sind die Grabmäler nicht faszinierend? Wir hatten ja vorher keine Ahnung, dass die Sith vor so langer Zeit hier waren. Hm. Gab es keine Aufzeichnung? Nicht aus so grauer Vorzeit. Und die wenigen Aufzeichnungen, die existieren, sind ziemlich bruchstückhaft. Die Ruinen sind noch aus einer Zeit, als die Sith zum ersten Mal gegründet wurden, bevor sie in ferne Regionen des Weltraums ins Exil gehen mussten. Es ist alles ziemlich faszinierend. Und was macht ihr hier? Ich arbeite an einer Übersetzung etlicher Runen in diesem Grabmal. Ziemlich aufregend. Das hier könnte wohl das Grabmal von Adjunta Paul sein. Ja, das bin ich mir ziemlich sicher, dass das ist. Wer war denn Adjunta Paul? Adjunta Paul war einer der ersten großen Sith Lords. Er lehnte sich gegen seine Jedi-Meister auf und ebnete den Weg für uns andere, die in seinen Fußstapfen folgten. Die Runen besagen, dass er hier begraben wurde. Und ich frage mich, ob man sein Schwert ebenfalls hier finden könnte. Sein Schwert? Die Legende sagt, dass Adjunta Paul ein Schwert von fürchterlicher Macht erschuf. Wer es findet, würde großes Prestige erlangen. Hm. Gab es keine Anstrengungen, es zu bergen? Ein paar der besonders tapferen Studenten haben es versucht. Sie sind nicht zurückgekehrt. Die Grabmäler sind wohl nicht ohne ihre Gefahren. Hm. Was wisst ihr denn über die Kräfte des Schwertes? Gar nichts. Die Legenden sagen gar nichts darüber aus. Vielleicht hat es seine Kräfte nur für Adjunta entfesselt. Hm. Ich gehe da mal rein, ne? Aber wieso geht ihr denn nicht rein? Oh, die Grabmäler sind auf keinen Fall harmlos. Denkt das bloß nicht. Der Gedanke an das Schwert ist zwar verführerisch, aber ich werde bei der Suche nach dem Schwert doch nicht mein Leben riskieren. Hm, also ich habe ja eigentlich schon die anderen beiden Gräber schon vollkommen ausgeräubert, aber gut. Ich gehe dann mal rein. Natürlich. Ich will euch nicht von euren Geschäften abhalten. Das ist sehr löblich, das ist sehr löblich. Dann würde ich sagen, gehen wir hier nochmal... Oh, Metallkiste. Loot, loot, loot. Loot, 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 loot. Adjunta Paul, dann zeig uns doch mal, what you got. Speichern. So. Step by step, Schritt für Schritt, wie immer. Okay, eine Mine einfach, ist ja... Ach, lass mich durch. Jetzt nichts Schlimmes, unbedingt. Ja, stell dich einfach mal mitten rein, Salva. Ist okay. Zack. Ja. Haben wir die weg und ach, schlagen wir einfach auf. Weil die Türen können ja von mir aus kaputt gehen. Hauptsache, sie sind offen. Okay. Totes Sith. Ein Ducata. Ein Ducati. Wir sind ja easy going hier. Easy going. Locker easy. Und zack. Und zack. Schlitz, Schlitz, Schlätz. Ich glaube, die machen uns gar keinen Schaden, oder? Die sind so schwach, dass sie überhaupt keinen Schaden machen. So, ein Datapad. Ein Zerstörungssensor.
Erstmal das Datapad durchlesen. Ah, dieses Datapad war offensichtlich das Tagebuch eines Archäologen namens Baron Gall. Es enthält überwiegend uninteressante Notizen über die Beschaffenheit der Grabhöhle. Lediglich der letzte Eintrag klingt vielversprechend. Seltsamerweise habe ich in dem Grab Spuren von Terangen gefunden, einem instabilen schwarzen Gestein, das von primitiven Völkern als Treibstoff verwendet wird. Ob es die früheren Sith auf Korriban als Energiequelle genutzt haben? Die Substanz ist flüchtig und reagiert mit Feuer. Ich muss aufpassen. Was ist denn los mit mir heute? Dieser Zerstörungssensor, wofür war der jetzt gut? Sprengstoffeinsatz 4. Dieses mit einem verbesserten Prozessor ausgestattete Gerät hilft dem Benutzer, die Mikroelektronik mit Sprengsätzen visuell auszuwerten. Die erhöhte Sehschärfe verbessert die allgemeine Aufmerksamkeit. Okay, nichts Besonderes. Abgetrennter Arm. Mit einem Datapad, okay. Datapad, wir haben echt zu viele Sachen mittlerweile. So, da. Dieses Datapad gehört einst einem jungen Sith-Studenten, der sich auf der Suche nach Ajuta Pauls Schwert in das Grab gewagt hatte. Interessant ist vor allem der letzte Eintrag. Ich muss an dem Obelisken an der Brücke vorbeikommen. Es besteht offenbar aus einem relativ instabilen Material. Ich bin sicher, dass ich ihn mit einem Energiestoß pulverisieren kann. Blaster sind allerdings zu schwach. Ich versuche es mit Sprengstoff. Hoffentlich ist der Wachtruide da drüben so kaputt, wie er aussieht. Daran erinnere ich mich, muss ich sagen. Ist zwar schon ein bisschen her, seit ich das letzte Mal das Spiel gespielt habe, aber daran erinnere ich mich, an den Terangen-Obelisken. Da müssen wir nämlich irgendeinen Sprengstoff reinsetzen. Feuer war ja gesagt, ne? Das reagiert ja auf Feuer. Das heißt, wir suchen uns mal eine Feuergranate. Eine Plasmagranate muss das, glaube ich, sein. Mal kurz durchswitchen hier. Inspector Gadget. Plasmagranate. Oh. 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 Wow. Okay. Einfach schnell durchlaufen. Komm mit selber, komm mit. Wie wir einfach alles abfährt. So, mit dem Hebel können wir sie wahrscheinlich ausstellen, ne? Oh ne. Sehr gut. Oder so. Boom. Ah, perfekt. Dann speichern wir einmal. Und gehen dann in das Grab hinein. Wir haben überhaupt keinen Schaden bekommen, sehe ich gerade. So, aufschütteln. Zack. Ja, doch. Ich sehe doch die Mine. I see it in my fingers. Nee, das ging irgendwie anders. Gut. Klar. Und die Tür ist offen. Und das ist das Grab von Ajuta Pauls. Schwert mit Silberrand. Das wird es wohl sein. Oh, wow, 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 wow. Ajunta! Moment. Will einmal kurz das Schwert mit Silberrand mehr angucken. Das silberne Funkeln der langen Klinge wird intensiver, sobald jemand den Griff des Schwertes berührt. Die Klinge selbst ist relativ warm und scheint in der Hand eines Kriegers weiß zu glühen. Ein ungepanzerter Gegner hat dieser Waffe nichts entgegenzusetzen. In das Heft des Schwertes ist das Symbol einer Flamme eingekerbt. Okay. 9 bis 20 Schaden und das wäre 11 bis 30. Von daher ist es nicht so gut, wie es klingt. Das Vibro-Schwert hier, ist das vielleicht besser? Nach der Aktivierung dieser Waffe ist, wie bei den meisten Vibro-Klingen, ein leises Summen zu hören. Die Klinge selbst umgibt ein tiefblaues Energiefeld, in den pechschwarzen Griff des Schwertes ist ein rotes, unheilvolles Auge eingearbeitet. Shit! Das gekerbte Stahlschwert. Das ist auch einhändig. Die gezackte Klinge dieses furchterregenden Schwertes ist zwar wie Ebenholz,
Auf der gesamten Oberfläche des Schwertes pulsieren unheilvolle Schatten. Die Klinge ist ungewöhnlich kühl. Darüber hinaus erkennt das aufmerksame Auge im Griff der Waffe ein Kreissymbol. Na, wir behalten mal unser Lichtschwert. Vielleicht kann... Ne, der behält auf jeden Fall das Zeremonienschwert, aber vielleicht das Schwert mit Silberrand. Macht im Moment 8 bis 18 Schaden. Damit 7 bis 18. Damit auch 8 bis 18. Aber das würde ich gerne mal... Wo war es denn? Diese Doppelklinge. Oder das so aussah wie eine Doppelklinge. Kann er gar nicht anlegen. Dann kriegt er mal... Oh, Ichani-Vibro-Klinge ist ja viel besser. Und Ichani-Florett ist noch besser. Jo. Schwert mit Silberrand ist nicht so gut. Aber das. Oh, finde ich gut. So, Adjunta. Adjunta, Connor Candidu. So lange schon in Kälte und Finsternis. Wer stört mich da schon wieder? Ein Mensch? Ein Jedi? Hier? Was führt euch an diesen dunklen Ort, Jedi? Warum stört ihr meine schlaflose Ruhe? Ich glaube, ich war schon einmal hier. Erinnert ihr euch an mich? Ja und nein. Die Macht ist so stark in euch, Menschenkind. Doch das Gesicht, die Seele, es ist schrecklich lange her. Seid ihr Adjunta Paul? Ich. Damals hatte ich einen Namen. Adjunta Paul. Ja. Das war mein Name. Ich war einer von vielen. Wir waren Diener der dunklen Seite. Sith Lords, so nannten wir uns. So stolz. Am Ende waren wir nicht mehr stolz. Wir versteckten uns vor denen, die wir einst verraten hatten. Wir fielen. Und ich wusste, dass es so kommen würde. Was meint ihr mit denen, die wir einst verraten haben? Unsere Jedi-Meister. Jene, die uns lehrten, die Macht zu nutzen. Die uns vor der dunklen Seite warnten. Und doch umarmten wir sie heimlich. Berauschten uns an ihren Kräften. Wurden wir entdeckt? Oder verrieten wir uns? Ich weiß es nicht mehr. Wir kamen hierher, um uns zu verstecken. Zu wachsen. Und hier sind wir auch gescheitert. Warum bleibt ihr hier? Bleiben? Bleibe ich? Ich bereue schon so lange alles, was ich getan habe. Mein Schwert. Ich erfüllte es einst mit Stolz. Doch jetzt... ist es mit mir begraben. Eine Leiche. So wie ich. Ich bin tot. So tot wie mein Glaube. Und ich werde hier bleiben. Umgeben von Dunkelheit im Leben wie im Tod. Ich benötige das Schwert, von dem ihr sprecht. Natürlich. Schließlich wollt ihr... meine Macht. Wird es euch vernichten? So wie es mich vernichtet hat? Ich will, dass mein Schwert von hier fortgebracht wird. Es soll hier nicht so verrotten wie ich. Das verlange ich von euch. Ich werde es sehr gerne hier rausbringen. In meinem Sarkophag liegen drei Klingen. Eine davon... ist mein wahres Schwert. Aber welches es ist, weiß ich nicht mehr. Es ist alles zu lange her. Findet mein Schwert und platziert es auf der Statue. Wenn es das Richtige ist, so soll es euch gehören. Ja, ich verstehe. Und wenn es nicht euer Schwert ist? Dann müsst ihr sterben. So...
soll es sein. Woher soll ich wissen, welches das richtige Schwert ist? Da ist etwas, an das ich mich erinnere. Hört gut zu. Packt das Herz. Gehorcht der Nacht. Und befehlt dem Licht. Diese Inschrift stand vor langer, langer Zeit einmal auf meinem Schwert. Geht nun. Findet mein Schwert. Und platziert es auf der Statue. Gut, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Und schauen uns dann an, ob wir das überhaupt hinkriegen werden. Ich bedanke mich wieder fürs Zugucken. Ich wünsche noch eine wunderschöne Zeit bis zum nächsten Part. Bis dahin. Bye, bye.